Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 2 Botmatch. Und da mir bei dieser und bei der nächsten Folge blöderweise mal wieder die Tonaufnahme verlustig gegangen ist, bin ich leider gezwungen nachzuvertonen, was sich als recht kompliziert erweisen dürfte, weil das ganz schön schwer ist, hier einfach rumzusitzen und irgendwas zu labern und zu hoffen, dass man damit durchkommt. Nee. Ich rede einfach drauf los und gucke, was sich dann ergibt. Was ich machen soll in diesem Video ist mit dieser Maschinenpistole, die ihr eben gerade gesehen habt, mit der da, Sprengkommando auf Nuketown spielen. Deswegen habe ich das doch gerade mal getan. Und ja, wie gesagt, ich rede jetzt einfach so ein bisschen nebenher und gucke, dass ich vielleicht auf das ein oder andere eingehe, was im Video zu sehen ist. Mal schauen, ich habe da noch überhaupt keine Übung drin in diesem Nachvertonen. Aber ich glaube, das kommt einfach mit der längeren Zeit. Da kriegt man dann ein bisschen Erfahrung. Ich weiß auch übrigens überhaupt nicht mehr, auf was für eine Schwierigkeit ich da gespielt habe. Ich glaube, das dürfte Söldner gewesen sein. Aber ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Warum da die Minen nicht explodiert ist, habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Ich schätze, man muss sich erst ein bisschen bewegen, damit das Ding sich zündet. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das ist mir nämlich jetzt schon öfter passiert, der Scheiß. Scharfschütze erledigt. Vorrücken. Ladung scharf. Wo ich jetzt auch gerade den Schild gesehen habe und benutzt habe, ich habe mir überlegt, demnächst mal wirklich nur so ein Schild und Extras Gameplay zu machen. Alter, ich schieß so scheiße hier. Musste aber noch ein bisschen rumtricksen. Ich hatte ja neulich schon mal so eins und das will ich jetzt halt nochmal machen, bloß halt ein bisschen länger. Genau, in Folge 40 hatte ich das sogar. Wenn ihr da noch Ideen habt, wie man die Klasse machen kann, und damit meine ich jetzt nicht Wünsche, sondern wirklich nur Ideen, dann schreibt mir das doch auch gerade mal bitte, weil ich da manchmal ziemlich mit Fail mit dem Schild. Ich finde es auch übrigens total nervig, dass man da gemessert werden kann, wenn der Typ genau vor einem steht. Weil das, was man selbst sieht, während man den Schild benutzt, ist irgendwie immer was ganz anderes, als die Gegner sehen. Bestes Beispiel, ich habe neulich online gezockt und einer schießt auf mich und ich habe mich halt in die Hocke, also bin in die Hocke gegangen und habe dann quasi den Schild auf ihn zugehalten, weil ich ja seine Schüsse blocken wollte, logischerweise. Was ist dann im Endeffekt passiert? Ich werde trotzdem weggeknallt und in der Wiederholung sieht man dann, dass ich quasi seitlich zu ihm stand. Und da habe ich echt gedacht, what the fuck, wollt ihr mich jetzt verarschen? Und deswegen, also der Schild und ich, wir sind noch nicht so ganz warm miteinander geworden. Ich hoffe, das wird noch. Aber naja, vielleicht stelle ich mich auch einfach zu blöd an, das ist ja in letzter Zeit irgendwie ständig der Fall. Schütze ausgeschaltet. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Panzerkillerdrohne eingesetzt. Ich habe auch in letzter Zeit ständig Bugs mit dem Blitzschlag. Das dürfte sogar in, ich glaube, zwei der nächsten Folgen drin sein. Ich habe ja schon aufgenommen bis Folge 45 jetzt. Ich glaube, ich hatte es zweimal, dass ich den Blitzschlag benutzen wollte. Und dann hebt er einfach dieses Ding, also diesen, wie nennt man das denn? Diesen Zielcomputer vor sein Gesicht. Und dann müsste ja normalerweise die Map kommen, sodass man dann sagen kann, hey, dahin und dahin. Und das ist bei mir aber nicht passiert. Ich habe dann quasi da mit diesem blöden Zielcomputer rumgestanden, sehe aber nichts und muss dann quasi auf gut Glück da die Schüsse hin dirigieren. Und das geht meistens total in die Hose, irgendwie so komplett an der Map vorbei oder ich baller mich selbst noch ab oder so. Also ganz übler Scheiß. Und sowas versaut es einem dann voll. Ich habe sowieso das Gefühl, nee, dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also, bei MW3 war es so, dass viele, viele Patches kamen, um es besser zu machen. Ich setze es jetzt in Anführungszeichen, das seht ihr natürlich nicht. Und es ist eigentlich mit jedem Mal schlimmer geworden. Also auf einmal sind wirklich die Gegner in deiner Gruppe gespawnt. Also ihr lauft zu dritt rum und auf einmal steht der genau zwischen zwei Leuten von euch und rotzt euch weg mit der Striker oder so. Und
Dann auch so Sachen wie, man schießt die ganze Zeit und kein Schuss kommt an, obwohl du wirklich die ganze Zeit drauf bist. Oder so Dreischusswaffen, erst nach dem dritten Zucken von dieser Salve fliegen alle drei Kugeln auf einmal raus. Also ganz komischer Mist ging da ab. Und es wurde dann irgendwann echt unspielbar, also es war dann nicht mehr schön. Ah, hier ist es mit dem Bildschirm. So, und dann hat man keine Ahnung, was man jetzt machen soll. Naja, jedenfalls habe ich den MW3 trotzdem noch tierisch gesuchtet, weil ich einfach tierisch Bock drauf hatte. Und es wurde aber mit jedem Patch schlimmer. Und jetzt wurde ja hier das erste Patch veröffentlicht und jetzt gehen halt immer mehr so bescheuerte Bugs los. Wie jetzt halt hier, das da. Oh, ich habe einen tollen Bildschirm, aber ich kann nichts sehen. Davor war es nur die Hellstorm-Rakete. Da, total vorbeigelanzt, weil ich nicht gesehen habe, wo ich hingezielt habe. Ja, die Hellstorm-Rakete, weil da irgendwie dann die Raketen genau auf die Gegner fliegen und auch explodieren, also auf Boden. Aber die killen die nicht, also die machen denen keinerlei Schaden. Und ja, jetzt kommt noch hinzu, dass der Blitzschlag nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das wirklich erst mit dem Patch kam, weil ich hatte es davor nie das Problem. Und dann geht es auch langsam los, dass du schießt und nochmal schießt und nochmal schießt und alles durch den Gegner durchfliegt, weil du siehst wirklich, dass du drauf bist. Ja, ich werde mal gucken, wenn ich demnächst online zock und mir das dann nochmal so auffällt, werde ich davon einfach ein Video, also quasi die Wiederholung speichern und euch mal zeigen, dann kann man sich das besser vorstellen. Aber das ist echt ziemlich übel und ich hoffe einfach, weil ich eigentlich vorhabe, noch lange Black Ops zu spielen, dass sie das nochmal in den Griff bekommen und nicht dann genauso tot patchen wie MW3. Das wäre nämlich sehr schade, weil ich sag mal so viel immer auf den Spielen rumgehackt wird. Hier schon wieder das tolle Problem mit dem Blitzschlag. So sehr auf den Spielen noch rumgehackt wird, ich muss ganz ehrlich sagen, die machen Spaß, weil sie einfach schnell sind, weil sie einfach sind, actionreich und weil man trotzdem total einsteigen kann und da richtig gut werden kann. Ja, und deswegen fände ich es echt schade, wenn die dann jedes Mal früher oder später den gleichen Tod sterben, und zwar den Patch-Tod. Er ist erledigt. Das waren ja auch nur 9 Kopfschüsse, die ich dem Typ gesetzt habe. Bei den Schrotflinten muss ich übrigens auch dazu sagen, ich habe da überhaupt kein Verständnis mehr dafür, weil was die zum Teil an Unterschied haben von der Reichweite, manchmal hast du wirklich irgendwie, oh ja, bitte, jetzt gut aufpassen, der wirft die Granate und die dotzt auf meine, da, auf meine Mine und trifft mich dann. Hammergeiler Scheiß. Hammergeiler Scheiß. Ich muss mich aufs Reden konzentrieren. Ja, die Lampe in dem Raum, in dem ich gerade sitze, ist gerade ausgegangen und das hat mich ein bisschen erschrocken beim Reden, deswegen. Es ist gerade stockdunkel, das einzige Licht kommt jetzt vom Laptop. Wo war ich jetzt? Genau, die Schrotflinten. Du schießt und der Gegner steht 15 Meter weg und du ballerst ihn richtig übel durch die Wand. Also, der fliegt Meter weit weg und dann andersrum, du läufst irgendwem entgegen, der steht vielleicht, keine Ahnung, einen Meter vor dir. Du schießt auf ihn drauf und kriegst nicht mal einen Hitmarker. Da frage ich mich immer, wo dann die Kugeln auf einmal hinfliegen. Ja, ist ein bisschen scheiße, weil du dann jedes Mal denkst, oh ja, den krieg ich total easy und so. Und dann verscheißt du so übel, obwohl du nicht mal dafür großartig was kannst. Naja, ich hoffe, das wird auch noch gepatcht, wo wir schon vor lauter beim Thema Patches sind. Jetzt sehen wir uns gerade nochmal diesen Panoramablick auf die Map an und diesen Dreifachabschuss. Bam! Ja, und damit hätte ich es auch geschafft, die ganze Folge über irgendwas zu labern. Das wird in der nächsten Folge nochmal der Fall sein, aber ab Folge 43 bin ich dann quasi wieder am Live-Kommentieren. Sorry nochmal dafür. Also, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!